da passiert was. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch mal über den letzten Donnerstag sprechen. Und zwar am Donnerstag, dem 11. März, ist Warzone genau ein Jahr alt gewesen hier in Deutschland. Und alle haben gedacht, großes Event. Aber nee, ist nicht. Ist kein großes Event. Es war aber auch abzusehen. So Live-Events, große Events und Co. werden angekündigt von Activision. Die meinen, wenn ein Live-Event kommt, dann wollen die doch auch irgendwo viele Spieler haben, die das Ganze auch mit betrachten. Und deswegen war es abzusehen, dass es kein großes Event gibt. Im Stream am Donnerstag sind immer wieder Leute reingekommen und haben gefragt, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Nee, nix ist. Es gab ein Update, aber eben kein Live-Event. Es ist so, dass es die Story jetzt langsam weiter aufbaut. Die Zombies sind jetzt vom Schiff ins Prison gelaufen und ich denke mal, das ist jetzt der Start des Ganzen, des Großen. Es ist nämlich so, dass die Zombies sich jetzt wahrscheinlich ein Stück weit ausbreiten werden. Also sie fangen jetzt im Prison an und ich denke mal, nachher wird es dann mehr und mehr und mehr. COD hat unter anderem auf der Seite, auf ihrer Seite gepostet, einen Post, der eben zur Story gehört. Und da sagen sie eben, dass es ein geringes Infektionsrisiko gibt. Sie sagen, dass dieses Eindämmungsprotokoll, was ja auch schon zum Start der neuen Season geführt hat, dass zum Beispiel die U-Bahn und die Tiefgaragen und so geschlossen wurden und einige Bunker, dass das nicht weiter verschärft wird. Das heißt, es wird erstmal keine Änderung geben, solange die Zombies eben nur im Prison sind. Es ist so, dass die PCs, die ihr in den Bunkern findet, in den Raketenbunkern, sind immer noch bei 5%. Macht auch Sinn, weil die Zombies immer noch nur an einem Ort sind. Meine Vermutung und was ich auch denke, ist jetzt, dass diese Zombies sich Stück für Stück ausbreiten werden. Also die werden jetzt vielleicht vom Prison zum Port rübergehen und in beiden Orten sein oder zur Farmland oder so und dann sich immer weiter ausbreiten. Und wenn Verdansk eben voll von diesen Zombies ist, dann wird es am Ende des Tages so sein, dass die Web eben genuked wird. Und den Fortschritt können wir dann nachher wahrscheinlich auch auf diesen PCs eben sehen mit 15, 25, 30, keine Ahnung, Prozent. Ist ja nämlich so, das habe ich in dem letzten Video auch schon gesagt, dass VGC, die Internetseite, die damals auch geleakt hat, dass Warzone am 11. März released wird, also scheint ja so, als hätten die ein bisschen Ahnung, gepostet hat, dass die neue Map erst zur neuen Season kommt. Das habe ich, wie gesagt, ja auch schon in meinem letzten Video gesagt. Und damit dann auch eben das Live-Event. Das heißt, wir haben noch ungefähr, ich glaube, 41 Tage, 40 Tage, bis die Season endet. Und in der Zeit wird sich das Ganze jetzt wirklich zuspitzen. Ich vermute mal, dass es exponentiell schneller wird. Also, wenn sie nachher an 2 Orten sind, können sie nachher an 4 Orten, dann an 8. Könnte eventuell sein. Und nachher ist das Ding eben so groß, dass die Map genuked wird. Die neue Map soll im Zeitalter von Cold War spielen. Was auch logischerweise Sinn macht, weil die Spiele ja ein Stück weit immer mehr zusammenwachsen. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Aber wo die Frage eben noch offen ist, wenn die neue Map in dem alten Zeitalter von Cold War spielt, gibt es dann noch die Airstrikes? Gibt es dann noch die Cluster Strikes? Oder werden dann auch neue Killstreaks kommen? Also Drohne, ja klar, wird wahrscheinlich bleiben. Aber statt Cluster dann eben einen Mörserschlag oder statt einem Airstrike dann irgendwas anderes. Da muss man dann nochmal gucken, was es gibt. Oder die neuen Field Upgrades, dass es dann vielleicht Totenstille nicht mehr gibt. Oder die Munitionskiste, sondern irgendwann anderes wird wie ein Mikrofon oder so, was man ja auch in Cold War jetzt spielen kann. Da müssen wir mal gucken. Das wäre interessant. Treyarch hat auch getweetet, jetzt am 11. März, dass sie Warzone alles Gute zum Geburtstag wünschen und sehr, sehr gespannt sind, was jetzt in den nächsten Jahr passiert mit diesem geilen Smiley sozusagen. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Zudem gab es noch ungefähr 250 GB Update auf dem PC. Das hat einmal dazu geführt, dass der Dev-Error nicht mehr auftauchen sollte. Ich war zum Glück jetzt nicht davon betroffen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gehört, dass es bei einigen wohl immer noch nicht funktioniert. Es ist aber auf dem richtigen Weg. Also mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich das Problem noch nicht habe oder noch nie hatte. Zudem ist die neue Waffe released worden, und zwar die Schaufel. Ihr müsst, glaube ich, in 5 Matches 3 Knife-Kills machen, um die freizuschalten. Und es gibt auch aktuell ein neues Bundle, wo ihr auch einen Skin für diese Schaufel freischalten könnt. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass sich das meiner Meinung nach absolut nicht lohnt. Das Ding ist irgendwie langsam, habe ich gelesen oder gesehen. Du brauchst 2 Hits. Also, ja, ich weiß nicht so ganz, ob sich die Schaufel lohnt. Wer Bock hat zu grinden, kann sich die natürlich gerne holen. Was aber noch fehlt, aber auch in den Warzone Patch Notes geteasert wurde, ist die Sniper, die, glaube ich, nur 3 Schuss hat, aber dafür extrem viel Schaden macht. Die ist noch nicht released. Ich denke mal, die wird jetzt irgendwann nächste oder übernächste Woche mit einem größeren Mid-Season-Update kommen. Und ich vermute auch, dass dann, ich hoffe es zumindest, dass dann auch endlich DLSS für Warzone von Nvidia eingeführt wird. Dass zumindest die Leute mit etwas älteren Grafikkarten
auch endlich das Spiel mit einer vernünftigen Performance spielen können. Das ist etwas, worauf ich wirklich, wirklich Lust habe. DLSS boostet die Performance wirklich sehr und das wäre eine coole Sache. Das waren so alle Infos, die es jetzt zur letzten Woche gegeben hat. Ich wollte es einfach nur nochmals für euch zusammenfassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so vermutet, wann und was eben auf uns zukommt. Das würde mich mal interessieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.